Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Civic Story. Wir sehen hier die Unterseite von meinem Auto. Man sieht hier den Auspuff, man sieht hier das... ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ich glaube, das ist ein mechanischer Defekt. Materialfehler oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht genau, was hier das Problem ist. Auf jeden Fall, ich habe bestimmt 5 Mal oder so Probleme mit dem Auspuff gehabt. Erstes Mal so abgerissen, dann irgendwann war er undicht, da hat er hier geklappert, dann sind die Schrauben rausgefallen, dann wieder neue Schrauben rein und so weiter, wieder undicht geworden. Dann irgendwann hat er hier vorne angefangen, dann haben wir das zugespachtelt hier, sorry, dass es unscharf ist jetzt. Dann haben wir das zugespachtelt hier, dann wurde es wieder laut, wieder zugespachtelt, wurde wieder laut und alles drum und dran. Das ist jetzt, keine Ahnung, 5. oder 6. Mal, dass man hier unter dem Auto stehen, irgendwas im Auspuff machen muss. Deswegen habe ich da drin einen neuen Endtopf, Mitteltopf, sorry, weil der hier halt etwas mitgenommen ist. Wir müssen halt gucken, wie wir das hinkriegen, weil das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, aber dieser Cut hier ist von einem Civic EG4 und ich fahre einen Civic EG3. Der EG3 hat einen etwas kürzeren Katalysator und das Problem hierbei ist, dass, wie man hier sieht, ist mir ein Auspuffgummi gerissen und das hier ist extrem gespannt. Das heißt, dadurch, dass der hier länger ist im Prinzip, ist die komplette Abgasanlage nach hinten versetzt und hier ist halt eine extreme Spannung auf den ganzen Gummis drauf. Eins ist gerissen, das andere ist, glaube ich, gar nicht fest oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das baumelt hier alles rum. Und deswegen setze ich auch etwas oft hier auf. Hat sich halt schön weggeschliffen hier alles. Deswegen, neuer Mitteltopf kommt dran. Gucken, wie wir das alles festkriegen. Und ja, ansonsten noch ein paar Kleinigkeiten. Und nehmen wir euch mal mit auf die Reise, dieses Ding endlich mal vernünftig leise zu kriegen, dass der Auspuff gescheit sitzt. Zwischensequenz. So, da ist das gute Stück. Wir sehen hier einen Piaggio-Auspuff-ähnlichen Flansch, wenn man das so sagen kann. So, das ist der eine Part, der kommt dann hinten an den Endschalldämpfer dran, schätze ich mal. Genau, hier sind Halterungen dran. Wir schauen hier, das ist im Prinzip dann diese Kurve hier. So sieht das Ganze aus. Von unten sieht man im Prinzip hier die Kurve. Das Ganze wird hier aus logistischen Gründen abgeflext mit einer Rohrverbinder verbunden. Und genau, das ist der eine Part. Der andere Part liegt noch hier drin. Das ist dann das etwas fettere Stück mit dem Schalldämpfer drin im Prinzip. Ja, das ist ein Original. Durchgehend Loch. Mit außen so diese kleinen Löcher noch drin zum Dämpfen. Also arg viel dämpfen tut er nicht, aber sieht alles etwas besser aus als das, was jetzt drauf ist. Das ist hier vorne mit einem Cut befestigt. Und hier kommen die Gummis rein. Zwischensequenz. Also das ist das Hitzeschutzblech hier im Prinzip, was dann auf die obere Seite kommt, damit halt der Unterboden nicht so erhitzt ist. Es gibt einmal hier oben am Auto selbst das Hitzeschutzblech, wo dann quasi am Auspuff selbst keins dran ist. Und hier zwischendrin ist dann quasi das Auspuff, also das Hitzeschutzblech am Auspuff direkt dran. Dass halt hier nicht so viel Scheißdreck reinkommt. Hier sieht man schön gerissener Scheiß. Der ganze Scheiß hier rauskam. Genau da, wo es gerissen ist. Hier ist es gerissen. Ja. Da, wo es halt zugespachtelt wurde. Hebt's mal. Jo. Feinster Gammel. Deswegen so. Klingt der Civic wie eine wütende Biene. Das ist deine. Ah ja. Ohne Mittelschalldämpfer und ohne Endschalldämpfer starten. So, da kommt jetzt Hitzeschutzlack drauf. Weil das originale Hitzeschutzblech passt da nicht mehr drauf. Und dann kommt natürlich dann zu viel Hitze. Wird dann abgegeben im Prinzip auch für die Schweißnähte, dass die nicht so arg beansprucht werden und dann nicht so viel hier zu rauskommt und sieht auch echt gut aus in Schwarz. So Freunde, das Ding ist schwarz. Wie die Nacht. Wie die Nacht. BBC, Junge. Aber sieht echt gut aus und ist etwas korrosionsgeschützter und temperaturgeschützter das Ganze. Gute diese. Thank you.
Mats Instagram-Abonnent. Und folgt mir auch auf Instagram. Als Minimal unterstrich. Folgt dem auch auf Instagram. Wie ist dein Instagram? Boah, keine Ahnung. Irgendwas mit Cap und 12, oder? Ich glaube, 3 Unterstriche. Ja. Schon dann 96. Cap 3 Unterstriche 96. Okay. Folge. Auf jeden Fall, man sieht hier, ist so eine Dichtung drin. Die müsste man eigentlich rausmachen. Und dann kommt, warte. Dann kommt diese hier rein. Das kommt höchstwahrscheinlich beim Endschalldämpfer, also hinten rein im Prinzip. Beim Auspuffgummi habe ich jetzt gerade gesehen, dass wurden ja zwei mitgeliefert. Das ist das alte. Einmal das hier, das sieht genauso aus wie das hier. Und das ist ein kleineres. Ich vermute mal, dass entweder eins vergessen wurde, irgendwie mitzuliefern, keine Ahnung. Und dass das hier das Stück für hier oben im Prinzip ist. Weil wir sehen ja genau hier, sehen wir diese zwei Teile. Das ist dafür da, dass man im Prinzip dann hier am Endschalldämpfer das Mittelrohr dran schraubt, das Ganze nach oben versetzt. Und dann wird im Prinzip dann hier oben mit diesem Halter und mit dem unteren Halter wird dann hier das Gummi dazwischen gemacht, dass es dann relativ weit oben ist. Weil vorher habe ich ja das Problem gehabt, hier war ja keins dran. Das haben wir damals nicht dran gemacht, wo das erste Mal der Auspuff abgerissen ist nämlich. Da haben wir nämlich das einfach so gelassen, dann hing das zu weit unten. Und deswegen ist dann hier bei mir, genau, da sieht man es. Sind bei mir dezente Schleifspuren entstanden. Das kommt auf jeden Fall nicht durch die Tiefe des Autos, sondern durch den anderen Scheiß. Das ist jetzt die alte Dichtung. Dann sehen wir nämlich hier, ist diese Fläche frei geworden, da kommt dann die neue Dichtung im Prinzip rein. Der Cut sieht auch noch ganz gut aus eigentlich. Wir müssen halt hier trotzdem mit dem Problem kämpfen, dass der Cut zu lang ist und somit dann im Prinzip hier die Halterung vom Auspuff selbst weiter vorne sind und das Gummi dann arg gespannt wird. Also ich hoffe mal, dass es dadurch, dass wir dann hinten jetzt das andere Gummi im Prinzip dran haben, dass es dann nicht so arg gespannt ist und dann nichts reißt oder sowas, weil es ja dann noch ein bisschen Spiel hat. Beziehungsweise nicht so viel Spiel hat wie vorher und sich damit dann hier ein bisschen besser bewegen kann. Müssen wir dann gleich sehen, aber so müssen wir es machen dann. Gucken. Das ist zum Beispiel nicht sauber. So, mit der Drug bist du wrong. Genau, ansonsten haben wir hier Schraube mit der Feder im Prinzip. Das wird am Endschalldämpfer dran gemacht, damit das Ganze sich halt noch ein bisschen bewegen kann. Das haben wir zum Beispiel auch nicht mehr dran gehabt. Deswegen habe ich das vermutlich dann die ganze Zeit gelockert, weil das sind ja Vibrationen hinten die ganze Zeit. Und da war ja nichts, was diese Vibrationen dämpft. Diese Federn dämpfen das Ganze und somit haben wir dann die Probleme mit der Situation auch nicht mehr. Das Gummi ist jetzt hier dran. Wir tun im Prinzip erstmal hier festschrauben. Diese Dichtung, was auch immer das sein soll. Das haben wir jetzt im Hammer ein bisschen reingeschlagen, dass es fest drin sitzt. Und so kann man das Ganze dann, wenn man es nämlich hier dran hält, dann geht dieser kleine Flansch nämlich direkt da rein. Durch die Federn wird es dann zusammengedrückt in dem Fall. Und dann ja, ist es dicht. In diesem Fall nicht. Oder es kommt von der anderen Seite rein. Ey, welche war das? Erste oder zweite Eingang? Das hier. Nee, Digga, mach zweite. Ich glaube, das ist wegen Höhenverstellung. Dann kann man das nämlich höher machen. Oha, Junge, Elite. Geil. Elite? Elite. Ja, jetzt. Habe ich viel zu lang. Ah. Das ist schon. Ja, der Zucker. Ballier. Jawohl, Junge. Jawohl. Ein Stück mehr weiter. Voll angepustet, Junge. Jawohl, Junge. Ja. Okay, der Auspuff ist jetzt fest. Ehrlich? Ja. Okay. Aber, Junge. Jawohl. Ja, leer. Gut, diese. Insofern, warte, ich zeig noch kurz. Das sieht schon geil aus. Also. Der Auspuff. Achso, noch, wir müssen kurz bevor wir das Video beenden, einen Testrun machen. Aber sollen wir Kölnkorn anders machen? Ja, das von anders machen, Digga. Hey, mach das! Wow! Yeah. Wo
guter Diesel. Ey, der klingt aber ein bisschen kerniger jetzt. Da passt sein, gib Gas. Also, Auspuff ist drauf, Auspuff ist dicht. Hört sich ein bisschen kerniger an als vorher, was gut ist. Und ja, perfekt. Deswegen jetzt diesmal endlich mal die ganzen Auspuffprobleme behoben. Der Auspuff sitzt jetzt gescheit fest, alle Gummis sind drin. Also wirklich perfekt. Vielen Dank an Kevin, vielen Dank an Markus, vielen Dank an eBay für das zur Verfügung stellen von absolut billigen Scheiß Ersatzteilen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Anschauen. Gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, Instagram, Snapchat, alles Mögliche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.